Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Oh, guck mal, Fischis. Wobei das, glaube ich, keine Fische sind. Das ist was anderes. Das sind die von dem Boot. Oder? Ne, von dem Hubschrauber. Der Hubschrauber liegt hier unten im Wasser. Den du da abgeschossen hast. Ja, nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn. Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. und wir machen heute weiter. Sollen wir noch ein bisschen auf Außenpostensuche gehen oder willst du weiter mit der Story machen? Weil Story nicht so. Also wenn du mich fragst, gerne den Außenposten. Gut, dann gucken wir mal. Aber weißt du, dass spontan hier einer ist? Also ich weiß gar nicht, ob wir nicht sogar schon alle aufgedeckt haben. Kann man das nochmal nachgucken? Oder? Moment. Ja, das kannst du nachgucken, indem du auf die Karte gehst. Wir haben 21 von 30. Wir haben 9 Stück, fehlen uns noch. Laut. Außenposten. Nein, wir haben Außenposten erobert. Außenposten erobert. Wir haben, es gibt insgesamt 10 Stück. Wir, für uns fehlen jetzt quasi noch 3. Ja, du hast recht, ich sehe es gerade. Dann vermute ich, dass da, wo ich markiert habe, ist noch. Uns fehlen quasi noch 3. Also, die werden mal 3 gerechnet, die Außenposten, weil wir sie quasi 3-mal einnehmen müssten, um alle auf 100% zu machen. Genau. Ja, dann haben wir sogar fast. Boah, krass, wie viel wir da mittlerweile schon geschafft haben. Nicht an die Bekommen. Wir haben Prosperity fast hochgezogen. Ich habe meine kompletten Vorteile fast hochgezogen. Wir haben fast alle Außenposten mittlerweile hochgezogen und erobert. Guck mal, wir haben ja. Hier ist ja Weißfahrzeug. Ja, das habe ich gespawnt da. Ah. Ja, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Ich bin drin und Abflug. Jawohl. Ach, ich habe nur die normale Handfeuerwaffe, die ich jetzt gerade. Also, ohne Garantie, dass das jetzt wirklich alles Außenposten sind, dass das jetzt noch ein Posten ist, fahren wir jetzt mal hin. Schade, ich hatte keine richtigen Hörschilden. Hallo. Oh. Ja, nee, wir gehen nicht zu Fuß weiter. Oh. Ach komm schon, ich dachte, da wäre so ein Rounder, das Fahrzeug. Ich dachte, das kann ich einfach hier. Ah, komm, wir gehen auf zu Fuß. Na gut, wir haben einen Kilometer ungefähr vor uns. Aber wir können ja hier das Boot nehmen. Ist das ein Boot? Ja. Lass uns das Boot nehmen. So. Ja. Eine Bootsfahrt. Wieder lustig. Ja, so ist es. Kann man auch mal die Gegend was genießen. Oh, die Kampfkurve. Hört sich geil an. Sollen wir zur Kampfgrube gehen? Oder sollen wir jetzt den Außenposten holen? Ja, gut, die Frage ist, was ist die Kampfgrube? Ja, lass es uns herausfinden. Das hört sich definitiv cool an. Ja.
Ich vermute, es ist bestimmt so ein illegaler Boxkampf oder so. Du musst durch die Gegend so ein Heil boxen. Kann ich so, vermute ich zumindest irgendwas. Na, dann gucken wir uns das doch mal an, was das ist für diese Kampfgrube. So dick wie Texas, das sehe ich gleich. Schätze, wir haben da ein paar Zwillinge gemeinsam, oder? Die haben sich mit mir zusammengetan, weißt du? Ich bin quasi ihre rechte Hand, sozusagen. Wir haben da so ein Ding am Laufen, weißt du? Wir schulden uns immer wieder gegenseitig was. Es ist ein Geben und Nehmen. Die Sache ist die, dieses Mal schulde ich ihnen was. Oh oh, und ich bin in einer finanziellen Notlage. Ich brauche nur ein sicheres Ding und zack, hey, Problem gelöst. Hier die Kurzfassung. In dieser Arena gibt es ein paar Kämpfer und ich brauche jemanden, der die locker in die Tasche steckt. Aber zuerst muss ich wissen, was du drauf hast, dass du ordentlich austeilen kannst, verstehst du? Also, hau auf die Maschine, um deine Kräfte zu messen. Ich habe sie schon mal kaputt gekriegt. Mal gucken, ob du wenigstens halb so stark bist. Ich will dagegen schlagen. Lass mich dagegen schlagen. Mach das. Korrekt. Was sagte ich? Warte. Ja, jawohl. Mit dir sollte ich mich nicht anlegen, was? Die Muskelkraft ist gebrochen. Leg die Waffen weg. Da, wo wir hingehen, kannst du sie nicht benutzen. Und folge mir. Na dann. Ich soll meine Waffen lagern? Nein. Okay. Auch wenn ich das ungern tue. Komm schon, es ist nicht weit. Ich hab's abgegeben. Na dann, let's go. Und was hatte ich gesagt? Ja, klar. Vermutlich, dass es sowas Bock vor Boxkämpfe geben. Ich musste aufhören. Ich war zu tödlich. Den letzten habe ich so hart geboxt, der hat sein Gehirn rausgefurzt. Ernsthaft, Mann. Gehirn raus. Korrekter Typ. Ich habe nur gedacht, ich habe eine Gabe, aber ich kann sie nicht kontrollieren. Okay, da werden wir. Geh da rein, meine Partnerin wird dich vorbereiten. Sei höflich, guck ihr nicht in die Augen. Wenn du fertig bist, mach ich dir die Tür auf und treffe dich beim Waffenversteck. Schnapp sie dir, Toga. Tiger. Ab da rein. Komm zu. Achso, da bist du durch. Ich bin geradeaus weitergegangen. Oder das versucht okay. Zu mir. Du, ja, ich bin wegen dir hier. Ich weiß, wie der Hase hier läuft. Irwin tut dich, Ich weiß, wie der Hase hier läuft. Das ist die Regel der Kampfgruppe, du musst allen Bescheid sagen. Lass es alle sehen. Steh im Rampenlicht und so. Mein Baseballschläger hier. Ich liebe das Geräusch, wenn die Zähne splittern. Ich gehe immer direkt auf die Fresse. Damit rechnen die nicht. Ich habe gegessen und die ganze Geräusche erkannt. Ich spüre schon, wie mir das Protein. Die Ratte ist schmächtig. Ach, du brauchst noch einen Kampfnamen, bevor du da reingehst, damit wir gegen dich setzen können. Das ist Lollipop. Eindeutig Lollipop. Ich meine, guck dir mal diese Fresse an. Okay, du Zwerg, dann halt so. Fuck los. You. Geh in den Ring, Lollipop. Also, wir heißen Lollipop. Lollipop. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Du bist tot, Lollipop. Was willst du? Komm her. Komm, auf die Fresse. Ja, ich hab Bock, Junge. Ich bin geil. Schade, ich hab ja keine Waffen. Komm her. Lollipop hat Bock, Junge. Gut, dass du kämpfen musst. Wobei wahrscheinlich wir beide kämpfen müssen. Ja, wahrscheinlich. Du wirst den Witz sterben. Hör auf. Lollipop wird den Boden mit ihm auf. Hast dich auf was
Lade ein paar Worte im Wohl mit ihnen aufischen. Alles Highwayman hier. Ich hab Bock. Mach das Tor auf hier! Mach das Tor auf! Ja! Gib mir den Knüppel hier! Wie, du hast einen Knüppel? Das ist meiner! Knüppel? Hier, ich geb dir den. Nein, alles gut. Ich brauch keinen Knüppel. Hä? Hast du ihn? Hier, auf dem Boden liegt der. Hm, ich seh nichts. Oh, da kommen Hunde. Hilfe mit deinem Knüppel. Hier, da liegt der Knüppel, hier. Ha. Ist einfacher jetzt. Kannst du den hier nehmen? Das ist nämlich nur ein Baseballschläger. Mhm. Auf die Fresse. Das war kein Knüppel, aber... So, mal den Tipp mal noch mit einer. Tja, Lollipop, das macht es als Scheiße im Essen zu finden. Das ist klar. Aber was wird die nächste Runde wohl bringen? Die Nüsse! Die Nüsse! Jawohl, komm her! Putz! mit zwei Mann auf die Geheimglocke gekriegt. Schreiben wir uns doch direkt das Rohr. Ich schmeiß den ganzen Dinger da in die Gegend. Was ist los? Kein Wiss mehr, oder? Hä? Nix, alles gut. Da kommt die nächste von vorne. Oh, da brennt ein Fass. Pass auf, in der Mitte brennt ein Fass. Ich weiß. Hast du gesehen? Von dem Wildschwein. Tiere sind die Probleme, ne? Ja, den Typ habe ich da umgekriegt, aber den. Ja, ja. Kriegst du mich geholt? Oh, ach so, du liegst da am Boden. Ja, ja, aber ich hab das Wildschwein gekillt. Hab ich nicht mitbekommen, sorry. Alles gut, passiert. Ja, aber jetzt kommen die Flammenwerfer. Jetzt geht er da. Hier brennt der Firma alles. Da kommt der Champion.
Fischfischer. Putz, da ist schon weggeklatscht. Ich kann mal nicht knien. Ja. Ich bin noch in der Knie. Ich bin gehen. Verlasse die Gruppe. Das ist gewonnen. Ja, guck, zwei Mann gegen einen war mal quasi. Ja, komm, der war auch besser bewaffnet wie wir. Ich hab meine, ich hab den mit dem Rohr verklappt. Ich hab die Grube verlassen. Ach, da oben ist wieder hoch. Ja, er hat seine Waffen versteckt zurück. Ja, genau. Ich glaube, mit dir könnte ich zusammenscheißen. Arbeiten. Zusammen. Was wir zusammen alles reißen könnten. Große Dinge. Ganz groß. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was genau, aber mir fällt schon was ein. Verlass dich drauf. Ich habe die besten Ideen. Irgendwann. Ich muss mal meine Denkermütze aufsetzen und brauche ein bisschen Freiraum, um mir was einfallen zu lassen. Mach dich mal rar. Ich kann nicht denken, wenn du mir über die Schulter atmest. Ich melde mich. So, meine Waffen sind da. Das ist Entertainment abgeschlossen. Sehr schön. Hast du deine Waffen wieder? Ja. Du nicht? Ah, ich, okay. Ich hab nur meine Nahkampfwaffe nicht wieder. Okay, blöd. Jetzt schon wieder. Ah, hier ist eine Waffenbank. Okay. Mhm. Jawohl. So. Dann weiter geht's zum Außenpost, würde ich sagen, oder? So, dann haben wir das auch. Ja, da brauchen wir jetzt nur für. Ich habe jetzt nur meine Waffe, habe ich gerade ein bisschen verbessert, meine Handfeuerwaffe. Sehr gut. Ja, weiter geht's. So, dann nimm doch direkt das Fahrzeug, was hier steht. Dann haben wir direkt ein Auto. Eben. Laufen, würde ich behaupten. Aber sicher das.
Da lass uns direkt auf den Wasserturm da gehen. Ja. Ich hatte mir jetzt überlegt, gerade überlegt, was wir nehmen sollen. Aber ich habe der Wasserpunkt, Wasser. Schön den Kopf unten halten. Ja gut, da hinten ist wieder ein Dingspunkt, ein Vorratspunkt. Okay, ich versuche als allererstes da hinten, bevor wir irgendeine Aktion machen, da hinten den Scharfschützen runterzuholen. Sobald er stehen bleibt, werde ich mir den holen. Oh. Okay, der geht auf mich. Deswegen habe ich gesagt, warten, ey, scheiße. Ja, den muss ich mir ankreiden, das war auch meiner. Hier gehen wir wieder runter, Kollege. Nice one. Ja, hallo. Ja, den muss ich mir nochmal ankreiden. Den müssen wir ein bisschen gleich anders angehen. Ich hab's diesmal mit der Handfeuerwaffe dann gemacht, weil ich mit dem Bogen nichts mehr getroffen habe. Naja, wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Ethanol wieder. Wir können ja mal Prosperity wahrscheinlich komplett hochballern. So. Ich gehe jetzt auch mal ein bisschen Waffen. Die Scharfschützen sind eigentlich immer ein sicherer Kill und wenn die weg sind, hat man schon mal einen Punkt weniger, ja, wo man schnell entdeckt werden kann. Ich war einfach zu voreilig. Ich habe einfach viel zu voreilig da was gerade getan. Ja. Den muss ich mir für die Finger greifen. Diesmal lasse ich dich auch gleich machen. Du wirst das gleich die Anweisung geben, dann sagst du, brauchst erstmal die Scharfschützen weg, dann warte ich halt ab. Und wenn du mir dann sagst, go, du kannst schießen, dann mache ich das Kein auch. Ding, ne? Ja, alles gut. Ich hab ja auch mehr als genug Feld gemacht. Passiert. Gut, du sagst mir Bescheid, wenn ich wieder ansetzen kann. Mit Teil 2. Dann machen wir weiter. Mit dem zweiten Teil dieser Außenpostenmission. Ja, es wird eine etwas leckere Folge. Ja, die Außenposten. Die machen. Es ist der drittletzte. Danach noch zwei. Und dann hätten wir sie alle. Ja, wir müssen definitiv ein paar mehr machen. Also ein paar doppelt machen. Ja. Also müssen wir gar nicht, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Nur wegen den Outfits. Ja, aber zumindest mal das, was wir alle haben. Dann wissen wir, wo sie sind. Dann haben wir auch die Schnellreisepunkte. Darum geht's mir letztendlich eigentlich. Wie gesagt, wenn du mich foppen willst, dann holen wir nochmal die Insel, damit ich die Hose bekomme. Dann laufe ich 3-4 Folgen in dem Outfit rum. Das ist die Ansage. Soweit die Hose spawnt, laufe ich 3-4 Folgen oder so. Den Scharfschützen da auf dem Dach versuche ich zu holen. Der ging daneben, der Schuss. Dafür, jetzt habe ich es. Halt im Gebüsch bedeckt.
Erstmal was Ruhe reinbringen lassen. Nur sichere. Oh, ich bin selbst offen. Okay, ich bin im Gebüsch. Ah, du wurdest entdeckt, scheiße. Naja, von dem. Ich hätte links vor mir stehen. Au, wir sind aber nicht offen. Wir sind nicht offen. Lass dich nicht entdecken. Sehr gut. Deck mir den Rücken, ich greife an! Ah, du wurdest entdeckt, scheiße. Ich hol den einen Alarm. Brauchen wir nicht. Ah, wir haben es geschafft. Der letzten habe ich über sein Schild in den Kopf gesetzt, den Fall. Nice. Der kam im stand irgendwie einen halben Meter beim Schild vor mir. Ich habe den genau über Schild gezogen. Ja, es funktioniert, wenn man ein bisschen wie Sniper-Elite. Da musst du auch teilweise, wenn du die Kugel wirklich nur einen Millimeter über die Mauer setzt, genau dem auf den Kopf, dann sterben die auch direkt. Diesmal haben wir es ein bisschen klüger gemacht. Ja, der eine, der mit dem Schild, der stand direkt vor mir. Ja, das ist doch kein Ding. Diesmal wurde besser gedacht. So, dann machen wir es direkt weiter. Dann haben wir die nämlich auch durch. Aber es ist weniger aus dem Posten als bei Teil 5, ne? So, du sagst ja Bescheid, wenn du wieder soweit bist. Naja, Pfeile brauch ich neu. Naja, noch kein Stress. Ja, jetzt bin ich soweit. Dann let's go. Dann hätten wir 24 Außenposten, wenn wir den durch haben. Das heißt eine Menge Ethanol. Ich habe einen Vollstrecker direkt vom Fernglas gehabt. Okay, ich versuche den rechts auf dem Dach das zu holen. Schaden. So, pass auf. Ich versuche, es wird ein Tricky Shot, den Scharfschützen da hinten zu holen. Ich hab schon einen Town, den ersten links oben. Den links hab ich auch. Ja, mach. Ich hab einen Scharfschützen. Ich hab ihn tatsächlich geschafft. Oben rechts ist noch ein Vollstrecker, da wo der eine steht, an der rechten Seite, der einzelne da. Ich hol mir den Vollstrecker mit dem Scharfschützengewehr weiter. Boah, der läuft mir aus dem. Der läuft mir aus den Zieldingen. Scheiße. Okay, die suchen nach uns. Da hinten ist ein Vollstrecker. Ich hab den einen Vollstrecker. Komm, wir holen das Ding ohne entdeckt zu werden. Da kommt einer mit Schild auf uns zu. Die Leichen entdeckt. Wer jetzt Leichen ist egal. Solange er dich nicht entdeckt, er darf dich nicht entdecken. Deswegen kommt auch runter, bitte. Ja, alles gut, ich bin gerade unterwegs zurück. Teil dem Schild, ich krieg ich werde immer so ein bisschen nervös, weißt du? Weil jetzt ja. Ist das der 3 Sterne aus dem Posten, ne? Oh! Der entdeckt mich fast, okay. Ich bin geflüchtet. Knapp war's, ey. Okay, ich hab den mit dem Schild. Stürm da nicht einfach so rein, pass auf.
Bin ich nicht. Irgendwo ist auch noch ein Vollstrecker unterwegs. Da hinten, ich sehe den Vollstrecker. Ich versuche den mit dem Scharfschützengewehr zu holen, warte. Ich glaube, bei dir oben läuft einer rum, oben links. Ich hab den Vollstrecker. Der steht bzw. von dir rechts oben. Da meine ich, habe ich gerade irgendwo noch einen hochlaufen sehen. Ich weiß nicht, ob der down ist. Da hinten läuft einer. Jawohl. Aber jetzt ganz bei mir in der Nähe ist auch noch einer. Da hinten. Den hol ich mit dem Takedown. Wow, das war knapp. Hat er mich jetzt entdeckt? Nee. Sehr schön, kein Alarm, kein Entdeck. Glaube nicht. Wo muss das, Mann? Unentdeckt. Unentdeckt. Ja, die Alarme habe ich nicht ganz aus. Ich war ja dran, unten die Alarme auszuschalten. Einen habe ich ja weggeholt. Den zweiten war ich ja gerade dran, als der tot kam. Besser als unentdeckt geht nicht. Was ist das? Super. Dann fehlen es noch zwei. Dann fehlen es noch zwei Außenposten jetzt. Ja. Ich habe 900 Ethanol. Mal gucken, ob ich es jetzt aufgebaut bekomme, sogar die Basis. Also nicht komplett wahrscheinlich. Ich glaube, mit bisschen Glück kriege ich sogar komplett hin. Nice. Ja. Das war's. Das Ferbeti ist komplett aufgebaut. Sehr geil. Ich habe auch Trophäe bekommen gerade. Meine kleine Festung. Damit haben wir alles auf 3. Und Prosperity. Gut. Ja, das ist gut. Damit haben wir es auch für heute durch. Geil. Cool. Dann müssen wir noch mal in der nächsten Folge mal ein bisschen Außenposten. Es fehlen uns noch 2 auf der Liste. Eine Vermutung ist der hier. Und der andere. Ja, das denke ich auch. Und der andere. Obwohl, dabei bin ich mir nicht sicher bei dem Markierung gerade. Der. Hier denke ich, ist auch noch einer. Und ich vermute, dass ganz hier. Ganz rechts. Ganz rechts, meinst du? Wo? Wo ich markiert habe. Ich glaube, da ist auch noch einer. Ich sehe gerade nicht, wo du bist. Da. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall. Doch. Ja, doch, das könnte sein. Das ist so eine Mine oder so, Kohlemine oder was auch immer. Ich vermute, dass beide zu Außenposten sind. Ja, das kann sein. Weil das Ding sieht nämlich auch so aus, als wäre das auch irgendwo eine Werkstatt oder sowas. Hm. Na gut, wird immer sein. Wir machen trotzdem mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry. Ja, New Dawn. New Dawn. Das war keine Absicht. Und dann gehen wir vielleicht an die letzten beiden Außenposten für dieses Let's Play. Warum schießt du denn die Leute einfach weg? So, gut, wie immer so. T-Bag King. Oh, ich habe jemanden getötet. Oh, was ist passiert? Wir sind gerade richtig asi. Wir schießen gerade unsere eigenen Leute weg. Wieso bist du gestorben? Ich bin, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil du zu viele. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich. Das heißt, du musst jetzt auf dich wieder warten, ne? Hm.
Na gut, trotzdem machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall bei Far Cry New Dawn. Und dann gehen wir, wie gesagt, an die letzten, wahrscheinlich jetzt die beiden Außenposten für dieses Let's Play. Tschüss. Ciao.